Prophet Muhammad sallam wird gefragt nach der übelsten, nach der schlimmsten Tat im Islam. Er sagt Schirk und an zweiter Stelle direkt Uququl Walidain. Er sagte nicht Mord, er sagte nicht schwul sein, er sagte nicht Alkohol trinken oder Drogendealer. Er sagte an zweiter Stelle nach Schirk, dass du deine Eltern nicht gut behandelst. In einem anderen Hadith sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Zufriedenheit Allahs ist geknüpft an der Zufriedenheit deiner Eltern. Und dass Allah auf dich sauer ist, ist daran geknüpft, ob deine Eltern auf dich sauer sind oder nicht. Das heißt, es hat eine direkte Verbindung. Wenn deine Eltern nicht mit dir zufrieden sind, weil du schlecht bist, weil du respektlos bist, weil du geizig ihnen gegenüber bist, weil du nicht hilfst, weil du einfach schlechten Charakter ihnen gegenüber hast, weil du ungehorsam bist, dann hast du ein großes Problem. Weil dann hast du ein Problem, ob Allah mit dir zufrieden sein wird. Und wenn deine Eltern unzufrieden mit dir sind, wenn die auf dich zornig sind, und das mit Recht, dann ist Allah